tust mir wie verdammt nochmal. Ich liebe dich. Ich brauche dich, verstehst du? Johannes. Scheidung. Hey, den Pizzabäcker hättest du sehen sollen. Schade, dass du nicht dabei warst. Wieso? Naja, der hat Pizzateigschlagen mit so einer Art Nahkampfübung verwechselt. Ein Wunder, dass der überhaupt fertig geworden ist. Ich habe keinen Hunger. Was ist? Hey, irgendwas ist doch. Johannes war da. Was? Was wollte der denn hier? Er hat mir Unterlagen von seinem Anwalt gebracht, wegen der Scheidung. Deswegen ist er extra hier rausgefahren? Ja, er will das alles so schnell wie möglich hinter sich bringen. Härtefallscheidung. Deshalb hat das wohl so eilig. Hattet ihr Streit? Erfreulich war die Begegnung nicht, kannst du dir denken. Aber eigentlich haben wir ganz normal über die Scheidung geredet. Aber deshalb hätte er doch nicht herausfahren müssen. Hallo. Hallo. Geht's dir nicht gut? Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Ach, wie hat denn Leo reagiert? Worauf? Du wolltest ihm doch sagen, dass es dir gut geht. Ja, das habe ich. Und? Was und? Ja, was hat er gesagt? Und was ist hier auch da? Was soll er denn schon gesagt haben, Carla? Na gut. Hauptsache, du hast das geklärt. Hey, ist nicht gerade eine angenehme Lektüre, die Scheidungsunterlagen, was? Es gibt Schöneres, aber was soll ich machen? Na, du könntest zum Beispiel mit mir ins Dorf kommen und ich lade dich zum Essen ein. Ich will nicht ins Dorf. Na gut, dann gehe ich rein und koche uns was. Ich habe keinen Appetit. Gut, und was ist hiermit? Lass uns zurück nach Düsseldorf fahren, ja? Aber wieso denn? Ich weiß es nicht, aber seitdem Johannes da war, mir gefällt es ja irgendwie nicht mehr. Ich will lieber zurück. Okay. Hallihallo. Hallo. Überfall. Komm rein. Hallo. Nicole hat mir erzählt, dass ihr schon zurück seid und da dachte ich, ich schau mal vorbei. Setz dich doch. Willst du einen Kaffee oder einen Tee? Nein, danke, ich hatte unten gerade einen. Ich gehe schnell ein paar Besorgungen machen. Soll ich was mitbringen? Nein, danke. Bis nachher, tschüss. Tschüss. Und? Alles okay bei euch? Ja, wieso? Weil wir früher wieder zurückgekommen sind? Naja, das war nun wirklich ein sehr kurzer Kurztrip. Johannes war da. In eurem Ferienhaus? Er ist völlig ausgerastet. Er hat mich gepackt und ich hatte einen Moment lang echt Angst vor ihm. Und was hat Leonard gemacht? Der war im Dorf Pizza holen, ich hab's ihm gar nicht erzählt. Dann solltest du das aber schleunigst tun. Damit er auf Johannes losgeht? Das will ich nicht. Johannes kann sich doch nicht alles herausnehmen. Ich weiß, aber ich bin ja schuld daran, dass er sich so verhält. Schließlich habe ich ihn die ganze Zeit über betrogen. Trotzdem.
Der Krach zwischen Leonard und Ansgar hat schon gereicht. Wenn Leonard sich jetzt auch noch mit Johannes streitet, wo soll denn das enden? Ich will das nicht. Ich verstehe dich, aber eine Lösung auf Dauer ist es nicht. Aber im Moment fällt mir keine bessere ein. Na, ihr zwei? Hallo. Ich habe alles bekommen. Sind da nur Medikamente drin? Nein, und Verbandszeug. Ich muss doch meinen Arztkoffer wieder auffrischen. Ich dachte schon, das ganze Haus sei krank. Dann bin ich ja beruhigt. Also, tschüss, ihr zwei. Ciao, Charlie. Tschüss. Hey, ist alles in Ordnung mit dir? Ja. Ich kann manchmal ganz schön launisch sein. Ich kenne dich doch gar nicht anders. Hey. Es tut mir leid, dass wir meinetwegen früher zurückgekommen sind. Was soll's? Wichtig ist doch nur, dass es dir gut geht. Was ist das denn? Wie ist das passiert? Weiß ich nicht. Und wie lange hast du die schon? Keine Ahnung. Seit gestern? Zeig mal her. Die sehen recht frisch aus. Hm. War das etwa Vater? Der hat damit nichts zu tun. Deshalb wolltest du gestern abreisen und warst so komisch. Was hat er mit dir gemacht? Nichts. Cecile, bitte sag mir, was er mit dir angestellt hat. Das geht nur ihn und mich was an. Nein, in dem Fall nicht. Was hast du vor? Ich werde ihm klar machen, dass er seine Wut nicht an dir auslassen kann. Er wollte mir nicht wehtun. Ja, das sehe ich in deinem Blutergüssen. Bleib hier. Ich werde dafür sorgen, dass das nicht nochmal passiert. Bleib hier! Bitte lass mich los!